Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days mit Synapsenklotscher. Hallo. 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 Kannst du nicht mal sowas sagen wie: Willkommen, meine Leute, meine Friends, meine Homies und wie geht's euch so, ne? No, willkommen in meiner Welt. Also, ich wollte die Elektro-Zeit-Relays hier mitnehmen. Also, hier diese Elektro-Kabelverschaltung. Jetzt gehen wir runterbauen. Mit dem Knusperkopter ist er nicht mehr los. Ach, erzähl doch nie. Doch, das ist die Wahrheit. Ich freue mich schon auf unseren ersten Nachbarschaftskrieg. Oh, der wird lustig. Ne, obwohl, nee, das ist ja gar nicht unser erster. Nee, das ist nicht unser erster. Na gut, bei dem Eden, da hatten wir ja, das war ja beabsichtigt. Ja. So, die Stahlgerüstblöcke. Achso, ich wollte euch erstmal hier hinten den Generator und so. Ne, das habe ich euch hier schick gemacht, ne? Mit dem Glas und so. Nun, das wären halt eben die Felder. Kann ich euch ja gleich mal hier rumführen. Ne, also das ist hier sozusagen der Hauptgang. Hier auf der rechten Seite befindet sich dann die Felder vom Synapsenklatscher. Und auf der linken Seite dann die von mir. Oder auch andersrum oder so. Es ist im Prinzip baugleich. Jedes Feld ist abgesperrt. Das heißt, der Synapsenklatscher, da muss dann auch ein paar Türen herstellen, ein paar Tresortüren. Beziehungsweise ich stelle her, die muss der bloß pflanzen, dass ich sozusagen dann hier rein kann. Hier drumherum kann man laufen. Man kann hier reingucken. Man kann aber hier lang laufen. Man kann aber nie hier lang laufen dann. Also hier schon. Ne, hier nicht mehr. Ja, weil hier sind da dann die Türen drin. Aber ich kann drumherum laufen. Kann mir das angucken. Das ist auch noch nicht alles, aber ich will noch nicht so viel erzählen. So, das habe ich ja gestern noch so in der Zwischenzeit gemacht. Also, nichts Spektakuläres, außer dass ich hier, da waren die Leiter noch nicht dran und da habe ich oben gerade, war ich gerade in der Nähe und da kam irgendwas. Da bin ich dann hier runter geblumst und hatte dann eine Stunde lang gebrochenes Bein. Hast du keine Schiene gemacht? Ne, ich hab Schienen. Ich hab Schienen, ja, aber ich hatte die nicht dabei gehabt. Vielleicht noch nicht sowas. Ich hatte zwar meine Leitern hier, ne, die hatte ich zwar dabei gehabt, aber ich war hier unten noch nicht ganz fertig mit Aufwerten und so. Und hab ich eine Stunde lang hier in dem Ding hier rumgekauert. Wie so Kaninchen. So, jetzt erstmal einen Generator schon mal platzieren. Da ist das schon mal erledigt. Achso, das könnte man ja eigentlich ein Stück höher bauen. Das machen wir auch mal so. So, da kommt hier oben der Generator hin. Was ist? So, und dann hätte ich hier noch eine Aufbewahrungsbox. Vier Wegen und so Sprit. Ne? So, und jetzt kommen schon mal die ersten Elektrokabelverschaltungen. Dahin. Und ich habe meine Elektrozange vergessen. Na sowas. Du bist doch gerade am Haus, oder? Ja. Kannst du mir mal eine Elektrozange runterwerfen? Kann er machen. Ganz behalten noch. Recht herzlichen Dank. So,
Da kann man dann nämlich mit der Zange schon mal anfangen, das erste zu vernetzen. So. Ganz grün Gemüse geht mir ja tierisch auf die Eier. Dafür kann ich aber nicht. Doch, hättest du ja mal wegmachen können. Ne. Ne. Das reicht schon zu, wenn ich dein Dach repariert habe. Ja, wenn du das schon kaputt machst. Das hast du kaputt gemacht, nicht ich. Ja, ja. Er stellt nur sein Auto in eine unfertige Garage. Ist klar, irgendwann bricht mal das Dach ein, ne, weil es noch nicht fertig ist. Damit muss man rechnen. Ja. Hast du wieder hier Fusch am Bau gemacht? Na, mein Name ist auch Bob. Ich weiß. Bob der Pfuscher. Erstmal die hier aufwerten. Zumindest das Stück. So, warte mal. Die zwei, ne? Und die zwei hier dann auch, ne? Weil da kommt dann was anderes hin. So, alle Richtungen bitte. So, genau. So, hier kommen dann auch noch welche hin. Genau wie hier. So, jetzt heißt es erstmal aufwerten. Worauf ich ehrlich gesagt gespannt bin, ist, wenn ich beim Blutmond sterbe, oh, ob dann Zombies erscheinen. Hm. Oder ob die verschwinden. Keine Ahnung. Das ist so wie in der letzten Staffel, wo ich ja gestorben bin, hier, und dann waren alle weg. Naja. Ich bin ja hoffen, dass das nochmal passiert. Wenn ihr mal schon Gottmutter und da kann ich nicht sterben. Nicht gibt. So, das ist die Höhe. Jetzt weiter auf werden. Jetzt muss ich wieder ein Stück runter. Noch ein Stück runter.
Ach so, hier kommt er dann noch irgendwann. Ja, hier kommt dann noch irgendwann was rein. Das habe ich ja ganz vergessen. Was muss ich jetzt mal fix ausmessen? 1, 2, 3, 4. Ja, 4 hoch. Genau, mal 4 hoch bitte das Ding. Ach ja. Ich hätte mein Fenster zumachen müssen. Dann zwei Laufstege. Dann so das Dach und das. Genau, und hier kommt dann halt eben die Erde oben drauf. Dann ist das richtig. So, also wo muss ich dann durch? Im sechsten. Also 3, 4, 5, 6. Also nur die. Oh Gott, das wurde. Das war zu weit. Schick, schick. Möchtest du jetzt so hochgehen? So, jetzt warte ich ab, dass das hier alles trocken ist. In der Zwischenzeit setze ich hier an den Ecken jeweils die Teile hin. Das bedeutet, ich muss ja dann Hammer mal zur Schaufel, die Schaufel mal wegnehmen. So, ich gehe in der Zwischenzeit mal Bäume fällen. Ich bin nur auch doof, ey. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Könntest du auch einfach mal sagen, nein, es ist nicht so. Ich tue das rauszensieren. Ach so, ja. Aber ja. Hier ist die Decke. Hä? Genau, hier ist dann die Decke. Wie Wo hoch ist war denn das jetzt? mein Untersegel ist weg. Mein Untersegel weg. Hast du die nie gestern auseinandergenommen? Nee, ich hatte ja noch eine gehabt. Ach, da oben ist er doch. Zwei muss ich freilassen. Genau. Das mache ich dann später. Genau, hier ist richtig.
So, was ich euch eigentlich mal zeigen wollte hier für diesen Elektro-Relais, ne, was ich mal erklärt hatte in dem Video. 3, 4, 5, 6. Ach, ich mach das mal hier hinten hin. So in etwa hier. So, wenn man jetzt hier die Zange nimmt, kann man dann von sehr weit entfernt das Schnippus nehmen. Oh, das ist ja rot. So, jetzt gehen wir aber mal ein Stück weiter zurück. Oh, das wäre ja dann dort hinten. Und irgendwann müsste es dann funktionieren. Also ich habe die Reichweite erhöht. Oh, schon ist es rot. Okay, so geht's halt eben nicht. Wir machen mal das Ding dort hinstellen. Schnips. Nee, nicht Schnips. Jetzt, das kann man ja sehen. Das ist tatsächlich bloß so. Ist das so gemeint? Hm. Das ging nämlich vor, ne? Da musste man immer vorher näher dran sein. So, wie gut, dass ich die abbauen kann, dass ich die wieder kriege. Sonst hätte ich jetzt die drei verballert für nichts. Das schon hier? Ja, das war überall so. Scheiße, jetzt war's vorbei. Nee, andersrum. So. Ne? So soll es dann in etwa aussehen. So, und dann hier drüben auch nochmal. Ihr müsst euch mal überlegen, ich habe das im Singleplayer gemacht. Nur mit den Gerüstblöcken als Holz. Da habe ich über einen Tag lang dran gesessen und habe mir sozusagen Gedanken gemacht. Wie es denn schick aussieht. Und nicht nur schick, sondern auch stabil. Und nicht nur stabil, sondern auch. Na, ihr wisst schon. Genau. Wollte ich das hier auch machen? Ne, hier wollte ich ja runde Dinger hinsetzen. Runde Teile. Bitte in alle Richtungen. Ob ich dann dort eine Türe reinkriege, das weiß ich noch nicht. Habe ich eine Türe? Ne, bestimmt nicht. Tür. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Das ist ja doof. Dann nehme ich die Runden wieder weg und muss da eckige hinsetzen.
so, warte mal. Die waren doch gar nicht so weit hier drinnen. Die waren doch hier innen drinnen. Der Weg hier war ja frei, genau. Aber trotzdem ist das doof mit den Runden. Yep. Also mache ich ja Ecke schon rein. Hier könnte man Glas reinbauen. So, gut, liebe Zuschauer, dann würde ich mich erstmal verabschieden. Ich lasse es erstmal hier weiter trocknen. Wenn das getrocknet ist, werde ich es dann aufwerten. Und nach dem Aufwerten dann durch dann wieder zuschalten. Ne? Also dann bis später. Liken, abonnieren wäre gut. Danke fürs Zusehen. Kommentieren wäre auch praktisch. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi.